die Nachbarn des Propheten. Willst du ein Nachbar werden? Ein Nachbar werden vom Propheten a.s. Und der Prophet wird sein in der höchsten Stufe des Paradieses. Und zwar im Al-Firdaus al-A'la. Das ist die höchste Stufe im Paradies. Und diese höchste Stufe im Paradies, darüber, das Dach davon quasi, die Decke, ist der Thron von Allah subhanahu wa ta'ala. So wie es überliefert wurde. Und in dieser höchsten Stufe des Paradieses wird der Prophet Muhammad a.s.w. sein und die Gesandten und die Besten der Besten. Und können wir eventuell diese Stufe erreichen, dass wir so eine Stufe erreichen? Ja, kann man erreichen. Bei Allah, man kann es erreichen. Hier weitere zwei Sachen, womit man eventuell diese hohe Stufe des Paradieses erreichen kann, so wie es der Prophet a.s. uns beigebracht hat. Er sagte in einem authentischen Hadith, Ana wa kafil yatim kahataini fil jannah. Ich, also der Prophet a.s., ich und der, der sich um die Waisenkinder kümmert, er spendet für sie, er streicht über ihren Kopf, er gibt ihnen Geschenke, er unterstützt ein Waisenkind oder mehrere Waisenkinder, er unterstützt Waisenhäuser oder Projekte mit Waisenkindern. Der Prophet a.s. sagte, ich und der, der sich um die Waisen kümmert, wir werden so sein im Paradies, so. Was heißt das, liebe Schwester, so? So nah beieinander. Du kannst dadurch eventuell ein Nachbar des Propheten a.s. werden. Eine andere Sache, liebe Schwester, auch, dass man viel Salawats, sehr viele Segenswünsche spricht für den Propheten. Das zeigt deine Liebe und deine Beziehung quasi zum Propheten a.s. Und noch eine dritte Sache, zuletzt, ist, der Prophet a.s. sagte, wie im Hadith von Anas, Al-Mar'u ma'a man ahab. Der Mensch wird im Tag der Auferstehung im Paradies sein, im Paradies oder in der Hölle, mit denen sein, die er liebt. Mit denen sein, die er liebt. Das heißt, wenn du Allahs Gesandten liebst, wirst du inshallah mit dem Gesandten sein. Wenn du Abu Bakr und Umar und Uthman und Ali liebst, dann wirst du inshallah mit ihnen sein. Weil der Prophet sagte, der Mensch wird mit denen sein, die er liebt. Und so ist es auch mit anderen. Ja, wenn du Kuffar liebst, Ungläubige liebst, Star liebst, die Kuffar sind, dann wirst du eventuell mit ihnen sein. Möge Allah bewahren. Deswegen möge Allah uns die Liebe vergrößern zum Propheten a.s. und zu den Propheten, Gefährten, zu den Gefährten der Propheten. Und zu den Gesandten Allahs, alayhi salatu wassalam, wassalamu alaikum.